Und somit herzlich willkommen bei der nächsten Map-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns jetzt die New Fantasy Island Map an. Dies ist nun meine zweite Map, ich habe mehr Erfahrung, deswegen hat sie nur einen Texturfehler. Die Map ist komplett neu aufgebaut, ein paar neue Fruchttexturen hinzugefügt. Am Hof ist jetzt die BGA, die Kuhweide, die Schafweide und der Hühnerstall. Statt Silos gibt es ein Lager für Mais, Jelage, Stroh, Gras, Weizen, Gerste, Raps, Körner, Mais, Zuckerrüben und Erdäpfel, die mit der Schaufel bzw. einem Förderband aufgehoben werden können. Ich wünsche viel Spaß auf meiner Map. Hier habe ich jetzt ein paar Wörter mehr hinzugefügt, so wie es halt am besten geht. So, ich hoffe, meine Stimme kratzt nicht irgendwie, der Hals ist total trocken, ich möchte das nochmals entschuldigen. So, wir starten hier vor unserem Haus und wir haben hier auch gleich einen Briefkasten, der mal wieder beschmiert worden ist, diese schämische Jugend. Und ja, an sich schon mal im Drop-Menü eine sehr große Map, wo ich leider jetzt schon mal das... Ich will das jetzt nicht mehr Expressverfahren durchnehmen, aber ich sage es jetzt schon mal. Sie ist etwas leer. Also sie ist groß, dementsprechend aber auch etwas leer. Und es fehlt so ein bisschen die Sozialkontakte. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben hier einen Gulli, der hört sich eigentlich sehr authentisch an. Man hört das Wasser fließen. Hier fährt unser Milchwagen schon mal vorbei. Hühnerstall haben wir hier. Brunnen haben wir hier. Hier drüben haben wir das Lager. Hier für die Erdäppeln und Dings. Und ansonsten hier für den Rest, der angepriesen worden ist. Sprich einfach aufsammeln, abkippen, rückwärts hier abkippen. Dann könnt ihr es entweder A über diese Schläuche hier wieder einsacken oder ihr fahrt halt mit dem Radlader dahin und ja, habt Spaß dabei in dem Sinne. Beziehungsweise könnt ihr es dann halt rationieren, so wie ihr es halt braucht. Je nachdem. Ich denke mal, ein paar Spielereien sind hier auf jeden Fall schon möglich. Wie in der Map schon angepriesen wurde, ist die BGA und die Kuhweide, Schafweide, alles hier hergestellt worden. Das stimmt in dem Sinne. Wir haben jetzt hier für die Kühe etwas, inklusive einen Unterstand. Güllefass haben wir hier. Hier haben wir auch gleich für die Schafe noch etwas. Haben wir hier auch gleich noch den Checkpoint. Da können wir auch einfach mal die Wiese mähen, falls wir das wollen. Dies ist eine schöne Scheune für euer Stroh. Es gibt für den LS-Mod, Landwirtschaftssimulator, einen Gabelmod. Den guckt, den könnt ihr euch einfach mal angucken. Und da könnt ihr das Ganze nämlich hier zwischenlagern. Wie der Gabelmod funktioniert, etc. Da gibt es etliche Videos drüber. Einfach mal ausprobieren. Weil ich bin mir nicht so sicher, ob man mit dem Trecker hier reinfahren kann und das so abladen kann. Ich mag mal dran zweifeln. Groß ist das Ganze zwar, aber ist es real? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier ist sehr viel Stauraum für alles und ja, habt Fun, sag ich mal so, habt einfach Fun. Wir fahren mal jetzt noch links weiter hin. Weiter im Norden befinden sich dann noch ein Campingplatz und noch eine Abgabestelle für Getreide etc. Das haben wir zum Beispiel hier vorne. Der Campingplatz befindet sich noch ein Stück weiter hinten. Hier haben wir dann nochmal ein paar Unterstände bzw. unsere BGA. Auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Silage und wie nennt man das? Silageablagerungsplätze, Standard BGA halt gehalten. Ganz nett, inklusive Unterstände. Auf jeden Fall, ihr habt hier genug Unterstände. Euch geht hier auf jeden Fall nicht mal der Platz aus. Auch nicht weit weg von der BGA haben wir den Landmaschinenhändler. Alles da, so am rechten Ort, also ihr braucht nicht weit zu fahren. Die zwei Mähdrescher, die hier drinnen stehen, sehen zwar schön aus, wohl bemerkt, sind aber leider nicht kaufbar, sondern dienen halt alternativ nur als ja, Ausstellungsstücke. Hier haben wir auch nochmal eine kleine Übersicht. Hier unten ist unser Hof. Weiter hinten befinden sich noch einige Geräte, wo wir sofort anfangen können. Hier haben wir eine erste kleine Stadt. Das meine ich dann halt, die sind ein bisschen leer, wohl bemerkt. Hinten haben wir noch eine Abgabestelle für Weizen, Getreide etc. Beziehungsweise es könnte so eine Art Landhandel sein. Hier in Richtung Gebäude, wo wir hinten sind, ist dann auch noch der Campingplatz. Richtung Norden, wo wir jetzt lang fahren, haben wir einen, wie nennt sich das, Golfplatz für die Hobby-Golfer halt unter euch. Alles mit da. Hier haben wir auch den Landhandel, sprich, ihr habt eigentlich alles so schön in der Nähe. Wenn ihr was abgeben wollt, beziehungsweise ja, verkaufen wollt, müsst ihr jetzt nicht extra noch 30 Kilometer dafür fahren. Hier haben wir dann auch gleich noch den Golfplatz. Ist alles wunderschön für Gras, Heu, je nachdem, was ihr machen wollt. Könnt ihr einfach mal über den Golfplatz schippern. Ich denke mal, das stört in der Nacht keinen. Hier kommen wir jetzt zur mehr oder weniger organisatorischen Stadt, beziehungsweise Altdorf, Altstadt. Gibt leider keine Straßen, es könnte ein bisschen Orientierungsfehler geben.
Hier fehlt auch leider, wie gesagt, was ich gemeint habe, das Soziale. Hier fehlen Menschen, irgendwelche weiteren Dinger. Ja, die Idee ist gut, wohl bemerkt, aber hier fehlt halt irgendwas. Hier fehlt so das gewisse Flair. Sag ich mal so, große Fläche, ein paar mehr Gebäude. Das hätte ich halt zu kritisieren. Ansonsten ist die Mod-Fehler, Log-Fehler frei. Hat zwar hier eine Warning über irgendwas, was ich aber nicht so ganz halten kann. Irgendwas mit Triggers. Aber an sich eine schöne Map. In dem Sinne hoffe ich euch, ich konnte euch einen kleinen Einblick oder wenn es nur ein klitzekleiner Eindruck war von der Map gewähren. Ladet sie euch runter, falls ihr Lust habt. Bedankt euch beim Modder. Und wenn es euch irgendwas nicht gefällt, meldet euch beim Modder und schreibt ihnen halt bitte konstruktive Verbesserungsvorschläge. Am besten, wie gesagt, ladet sie euch runter und macht euch selber ein Bild davon. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.